Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Arc the Center Map. Das letzte Mal, als ich gerade den Part beendet habe, ich weiß es nicht, ob es noch in der Aufzeichnung ist oder nicht, hat mich dieser Skorpion da angefallen. Und der ist Level 96. Und was sehe ich da? Da ist ein Bam-Bam. Da ist ein Bam-Bam. Welches Level bist du, Schnucki? 36. Ist nicht unbedingt so der Burner, ne? Die lasse ich mal. Aber hier ist auf jeden Fall noch Metall etc., wenn ich wirklich welche suche, weil ich ja im Moment nicht zu der Insel hin kann. Das werde ich mir mal merken. Oh. Hallo. Damit kann ich nichts anfangen, leider. Da sind aber noch mehr. Noch Mietzekettchen. Scheint wirklich normal zu sein. Sehen wir mal wieder, welche vorkommen. Ich hatte mich gewundert, aber welches Level bist du? 16, wenn ich es richtig gesehen habe. Da ist noch ein Bam Bam. Hi. Welches Level bist du, mein Freund? Du kämpfst mit einem Raptor, okay? Level 16. Da sind noch. Noch welche? Oder einer zumindest. Zumindest. Hi, wo kommst du denn her? Okay, das will ich jetzt doch nicht riskieren. Ich brauche jetzt nicht noch hier das Muni bewusstlos wird. Archie? Level 60. War Melody, glaube ich, auch vom Ausgangspunkt her. Allerdings möchte ich das schon noch versuchen. Vielleicht einen besseren zu finden. Ich meine, 60 ist auch schon okay. So ist es jetzt nicht. Aber bei einem Argentavis hätte ich schon ganz gerne ein gutes Level. Wobei ich wirklich glaube, dass Melody irgendwas so um 60 rum war. Ihr Start Level. Dahin, dahin, dahin. Ich werde aber trotzdem noch ein bisschen weitersuchen. Hier haben wir auch schön viele Enkis. 68. 12. Hallo? 8. 68. Dieser Übergang ist auch irgendwie cool, ja. Ich glaube, ich werde jetzt ganz schön weit reisen, ne? Hatte ich jetzt gar nicht so vor. Warum nicht? Wenn man sich hier so fortbewegt, dann sieht das ja alles ja auch noch mal ganz anders aus, als wenn man das in der Luft macht. Und eigentlich sind wir ja mit Mooney
sehr gut aufgestellt, dass wir uns das eigentlich schon erlauben können. Da ist auch das Schneebiom. Vielleicht bewegen wir uns mal in die Richtung, obwohl es dann natürlich zwangsweise gefährlicher wird. Ich meine, wenn ich Muni verliere, ne, dann... dann kriege ich echt einen Anfall. Aber gut, vereinzelte Archies haben wir schon jetzt gesehen. Bambams waren auch dabei. Vielleicht finden wir ja so auch noch einen guten Spot. Wenn wir uns mal sozusagen zu Fuß fortbewegen. Muss ich mal nur gucken, ob ich da auch irgendwie entsprechend rüberkomme. Ich meine, so lange dürfen wir dann im Schneebiom auch nicht sein. Da ist ja, genau, das war noch das hintere. Weil wir da ja rüstungstechnisch so nicht für equipped sind. Es kann im Übrigen sein, dass dieser Part hier ein bisschen kürzer sein wird als die normalen. Weil ich nicht mehr so lange machen kann. Oder aber ich werde da noch was dran schneiden, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Aber, wie gesagt, könnte sein, dass er ein bisschen kürzer ausfällt. Muss ich mal gucken, wie lang der dann im Endeffekt gleich sein wird. Das ist wirklich nochmal so was ganz anderes, finde ich, wenn man so zu Fuß die Gegend erkundet. Oder halt in der Luft. Deswegen so, ich sag mal so klassisch hier so rumlaufen ist auch mal wieder richtig cool. In letzter Zeit sind wir ja viel geflogen. Na. Hat mich da eine angebissen? Nee. Also zack, zack, zack. Bevor die mich nachher nerven. Ah, da sind auch 40, 24. Ich wusste, dass du mich angreifst. Level 32, 12. Nicht unbedingt. Mir ist auch so eine schöne große Fläche auch. Vielleicht müsste ich wieder so ein bisschen ins Landesinnere gehen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich komme da gar nicht so rüber. Und dann im Sumpf, da bin ich dann zu sehr ausgeliefert. Schade, ich könnte höchstens probieren zu der Insel. Aber ich glaube, es bringt mir auch gar nicht so viel. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin im Prinzip einmal quer da. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es im Lava-Biom... Ich glaube, da gab es auch Agentavisse. Ja, aber das... Ich könnte höchstens versuchen, von dort. Denn je nachdem, wie ich dann von da rüber komme, ist dann natürlich nochmal so die Frage. Aber ich habe halt Glück und probiere es hier nochmal. So im Landesinnere.
Da könnte ich vielleicht auch Erfolg haben. Das kann ja noch was werden. Oder ich gehe erstmal nach da weiter und gehe dann langsam wieder zurück, weil sonst mache ich es ja im Endeffekt doppelt geboppelt. Entschuldige, ich wusste, das wird wehtun, aber ich habe den Hang da jetzt nicht gesehen. Ja, ich denke, ich gehe mal nach da weiter, gucke, wie weit ich da komme. Und ansonsten drehe ich wieder um. Hi. Vielleicht haben wir hier Erfolg. Ich meine, Level 60er wäre schon in Ordnung gewesen, aber da waren so viele Skorpione und alles. Die sind ja auch immer mal nur so vereinzelte. Skorpione sieht man hier echt oft. Gallimimus. Oh, ich bin ich eiskalt an dem T-Rex vorbei? Na geil. Irgendwo hier ein netter Archie für mich? Sah bislang jetzt noch nicht so von Erfolg gekrönt aus, eher da, wo wir vorher waren, aber... Komme ich da irgendwo geschickt rüber? Ich muss mal gucken von dort. Wo sind wir denn überhaupt? Ja. Könnte ich mich eventuell vorarbeiten? Oh. Hallo. 72 wäre gar nicht so schlecht. Allerdings müsste ich ihn dann mitschleppen. Ich hätte vielleicht den Archie-Sattel mitnehmen sollen. Ist das eine Schneebiom? Wir könnten es ja dahin mal probieren. Allerdings war es da auch echt gefährlich. Naja, ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Wie gesagt, die Folge ist ein bisschen kürzer. Aber ich kann sie leider nicht länger machen, da ich noch weg muss. Und wie gesagt, beim nächsten Mal probieren wir es mal, zum Schneebiom dahin zu kommen. Wir entfernen uns jetzt ziemlich weit von zu Hause. Naja, wie gesagt, gucken wir mal. Ansonsten gehen wir zurück und vielleicht sind da ja dann nochmal etwas bessere
Argentavis gespawnt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.